In diesem Video zeige ich euch, wie ich unsere Anlage mit neuen Bäumen aus dem Profisegment ausstatte. Mit dabei sind Fichten und Lärchen von Freon, Linde und Kastanie von Noch und selbstgemachte Büsche aus Seemoos. Servus, grüß euch und willkommen bei einem Video der Mober Manufaktur. Warum diese Umbaumaßnahme? Aktuell haben mir die Fichten vom Busch nicht mehr so gefallen. Diese werden großteils entfernt, nur wenige davon bleiben stehen und gelten wegen dem dunklen Grün für mich nun als Tanne. Diese werden ganz einfach mit einer Spitzzange aus der Landschaft gezogen. Die Löcher verschließe ich anschließend mit einem Knöllchen aus Karton. Damit wir wieder einen sauberen Untergrund bekommen, ein bisschen Graskleber oder Holzleim drauf und wie immer mit gemahlenen Fichtennadeln oder dunklen Sägespänen als Waldboden bestreut. Die Lärchen vom Freon sind schon wunderschön, nur das Grünen wird zu sehr dem der Fichte. Somit wird diese mit hellgrünem Lackspray etwas überarbeitet. Ja, super. Ich würde sagen, so sieht es doch gleich noch besser aus. Die Fichten und Bergfichten von Freon wirken auf mich eigentlich schon perfekt. Diese verwende ich, wie sie sind und in unterschiedlichen Größen. Zum Setzen werden einfach neue Löcher gebohrt und der Staub abgesaugt. Befestigt werden sie mit Holzleim und es kommt etwas frischer Waldboden um den Stamm herum. Für ein harmonisches Bild werden diese mit den Ästen leicht ineinandergreifend positioniert.
Jetzt sind die Laubbäume dran. Die Linde und Kastanie von Noch sind relativ stark verästelt. Diese Bäume zerlege ich und mache aus zwei großen sehr viele kleine. Ich setze immer zwei bis drei kleinere zusammen, als hätten sie einen gemeinsamen Baumstock. So finde ich es perfekt, um einen natürlichen, ungepflegten Bewuchs entlang des Baches darzustellen. Als drittes brauche ich noch ein wenig Buschwerk. Ich nutze dazu Semos aus dem Architekturbedarf, welches ich in Form bringe. Ein zusätzliches Behandeln mit Grasfasern halte ich für komplett unnötig. Den Aufwand spare ich mir. Die Farbe vom Semos empfinde ich als unnatürlich. In der Natur wirken Stämme und Äste von Büschen meist schwarz, dunkelbraun oder sogar gräulich. Lackspray macht's möglich. Beim Fixieren der Blätter hat sich matter Klarlack bewährt. Ich sprühe den Busch ein, bis ich eine leichte Tropfenbildung habe. Als nächsten Schritt werden die Blätter aufgestreut. Durch drei verschiedene Farben und einmal mit und einmal ohne Sieb erhält man viel Abwechslung. Also ich finde es soweit super und werde vermutlich bei diesen Bäumen bleiben. Was denkt ihr? Hat sich die Investition von ca. 220 Euro für Phreon-Bäume gelohnt? Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Abo, ein Like und einen Kommentar. Und ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!